Liebe Freunde, heute Abend bei uns zu Gast im Rockpalast, the Jack Bruce Band.
Bekannt geworden ist Jack Bruce durch seine allererste Gruppe mit Sicherheit nicht. Der Name Jim McHarg's Scottsville Jazz Band ist nämlich nicht in die Geschichte eingegangen. Jack Bruce, gebürtiger Schotte, er wird im Mai 41 Jahre alt, zog Anfang der 60er Jahre nach London, wo er zuerst zusammen mit Alexis Corner in der Gruppe Blues Incorporated spielte. Danach wechselte er für 2 Jahre zur Graham Bond Organization, die er Ende 1965 verließ, um erstmal bei John Mayalls Bluesbreakers einzusteigen, die er wiederum verließ, um bei Manfred Mann mitzuspielen. Kurz danach wurde dann der Name Jack Bruce weltbekannt, als er zusammen mit Eric Clapton und Ginger Baker die Gruppe Cream gründete. Über die Jahre hat Jack Bruce mehrmals bei Dreierformationen gespielt, aber keine Gruppe, bei der Bruce Mitglied war, hat sich sehr lange gehalten.
Anfang der 70er Jahre zum Beispiel nahm die Gruppe West, Bruce and Lang 2 Studioplatten auf, ging dann aber wieder schnell auseinander. Und fast das Gleiche geschah vor kurzem, als Jack Bruce zusammen mit Robin Trower arbeitete. Für dieses ständige Hin und Her hat aber Jack Bruce eine ganz einfache Antwort parat. Er sagte nämlich, wenn keine musikalische Herausforderung besteht, verliere ich jegliches Interesse an einer Sache. Seit Jahren hat er also keine feste Gruppe um sich gehabt. Er bevorzugt die Zusammenarbeit mit Freunden, Freunde, die durchaus schon in der Lage sind, seine musikalischen Ideen zu verwirklichen, aber Freunde, die auch wiederum eine Herausforderung von Jack Bruce selbst hervorrufen. Und in diesem Zusammenhang könnte man jetzt eine ganze Menge Namen nennen, wie zum Beispiel Larry Coryell, Mitch Mitchell, John McLaughlin, Tony Williams, Chris Spedding oder auch John Heisman. Namen, die beweisen, dass Jack Bruce sich immer für alle Arten von Musik interessiert hat, egal ob Blues, Jazz oder Rock. Sein Hauptinstrument ist natürlich die Bassgitarre, er spielt aber auch Tasteninstrumente und ist auch gleichzeitig Songschreiber und Komponist. Seine letzte LP hat er sogar mit Hilfe der neuen Technologie ganz alleine eingespielt. Im Oktober 1980 nahm dann Jack Bruce an der 7. Rocknacht teil, als Billy Cobham auch mit von der Partie war. Aber das Konzert, was wir heute zeigen, fand erst vor 3 Monaten statt, und zwar damals in der Zeche in Bochum. Und damals spielte Bruce wieder in einer Dreierformation. Bei unserer Aufzeichnung spielten also folgende Musiker mit: David Sanchez, Gitarre und Tasteninstrumente, der ein ehemaliges Mitglied von Bruce Springsteens E Street Band ist und der auch in der 7. Rocknacht mit dabei war. Dann haben wir Bruce Gary, Schlagzeug, der schon Mitte der 70er Jahre zusammen mit Jack Bruce spielte, und zwar in einer Gruppe, bei der Mick Taylor und Carla Bley auch Mitglieder waren. Und zum Schluss natürlich Jack Bruce selbst, Bass, Tasteninstrumente und Gesang, und über den ich eigentlich genug erzählt habe. Damit also zurück in die Zeche nach Bochum zum Konzert von der Jack Bruce Band. Hey, Killer Bees. Getting into some new ways and out of the old. Left the seasons of regret changing my role. Leaving out the blue, feeling something new. Giving up so harder than a living. Of regret changing my role, getting past the fear and out into the clear, giving up so harder than a living, breaking away isn't easy, and the best is still to come. They say red. The time to let crazy gain a moment instead of running away, going on with faith. You don't want to stay. The time to go walking on the threatening waves. The time to come, they stop and be flowing this rage out of the air. You will make. Giving up so harder than a living.
making your way in the dream. And the best is still to come. Never time to go through the night when they say red. The time to let crazy cable to it instead. Rather away, don't obey. You can't always stay. Leave me alone.
what you do to me. Let's hear it for David Sanchez. You won't hear blues guitar like that, man, every day of the week. Ever. Jack Bruce, bass. We'd like to do a song. It's called Bird Alone, and it's dedicated to Charles Parker. Features David, first of all, and then Bruce. And I can go and have a fag in the background. Thank you.
songs promised everything. From the sad guitars, the faces never changed, but you're not there. Hear the note you play. Still in the we'll be right back.
inside the night. It was daylight. Yeah, it was daylight.
And you, thank you. Wieder die Postbox. Und heute geht es um eure Meinung über Public Image Limited. Wir haben eine ganze Menge Briefe bekommen. Also erstmal vielen Dank dafür. Und ich hatte eigentlich alle Briefe an dieser Stelle zitieren können. Sie waren alle sehr interessant zu lesen. Dafür haben wir aber längst nicht die Zeit. Also ich habe mir ein paar Punkte und Bemerkungen ausgesucht und kurz zusammengefasst. Es schrieb zum Beispiel Andreas Mach aus Köln: Was halte ich von John Lydon? Um es gleich vorweg zu sagen, er ist der größte Entertainer seit Elvis Presley. Sicher ist seine Musik zum größten Teil echter Schrott, aber nenne mir jemanden, in dessen Konzerte man geht, nur um denjenigen zu sehen. Die Musik ist wirklich scheißegal geworden. Andreas hat Pell nicht nur in Bochum, sondern auch in Düsseldorf gesehen und dazu schrieb er, das Publikum war vorwiegend schwarz gekleidet und trug Namen wie Beton Kid, Johnny Pissoff und Sid Hässlich. Und von diesen Leuten habe ich komischerweise auch einen Brief bekommen, einen langen und sehr interessanten Brief, in dem gefragt wird, können Pill noch neue Impulse bringen? Die Antwort auf diese Frage geben die Verfasser selber, nämlich nein, wohl kaum. Impulse bringt ein Paul Weller zurzeit, nicht aber John Lydon, der schizophrene Anarchist, der immer wieder Johnny Rotten rauslassen muss. So meinten mindestens The Beton Kid, Johnny Pissoff, Betty Balfour, Melancholy Baby, Lola La Chatter und die Bunker Beauties. Und eine ähnliche Meinung hat Klaus-Baptiste Stahlbaum aus Hürth. Er schreibt, heute, 5 Jahre nach den Pistolitis, ist Lydon abseits von der Realität und vom Business nicht nur eingeholt, sondern längst schon überholt. John Lydons Zeit war seine Zeit als Johnny Rotten. Hier sagte er, was er zu sagen hat. Zum Schluss dann vielleicht noch ein paar Worte von jemandem, der sich Leberwurst nennt. Er schreibt ganz einfach, Pill ist eine echte Superband. Die Texte sind geil, die Musik ist manchmal, um ehrlich zu sein, zu langsam, doch sonst tierisch gut. Johnny sollte aber mehr von den Sex Pistols spielen, das täte dem Publikum ganz gut. So meinte mindestens diese Leberwurst aus München-Gladbach. Wie schon gesagt, alle Briefe waren sehr interessant zu lesen. Nochmal vielen Dank dafür. Und falls ihr immer noch Interesse habt, um uns etwas mitzuteilen, hier dann zum Schluss nochmal unsere Adresse. WDR Fernsehen, Rockpalast, Postfach 5000, Köln 100. Das war es dann eigentlich für heute. Nächste Woche an dieser Stelle zeigen wir eine Aufzeichnung von eines Konzerts, das im Dezember in der Markthalle in Hamburg stattfand. Und zwar ein Konzert mit John Hiatt, mit Nick Lowe und mit Paul Carrack. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Well, I would like to say how nice it is. We're having a great time, and I hope that comes across to whoever else is going to see this. But I mean, all that matters is what happens in this little room. To me, it's very nice. Thank you all. We'll be right back.
Yeah.
Ooh.